Ernst, was bedeutet dir der Lauf heute zu deinem 80. Geburtstag? Das ist eigentlich ein Geschenk an meinen Körper, weil er mich so weit gebracht hat und weil ich darf so gesund sein in diesem Alter. Das freut mich wahnsinnig und ich denke, das gebe ich zurück. Ist ja nicht selbstverständlich. Du hast vor 40 Jahren die Diagnose bekommen, dass du Lymphdrüsenkrebs hast. Was ist in dir vorgegangen dort? Das war für mich natürlich einfach die Klarheit, als ich die Unterlagen gelesen habe vom Ausland. Der Arzt hat das nicht gewusst oder nicht gesagt, dass es absolut tödlich ist. Und in 2,5 Jahren durchschnittliche Lebenserwartung, blühende Firma, die ich aufbaue, Familie mit 5 Kindern. Das war für mich eine reine Katastrophe. Kannst du dich erinnern, wie du dort gerade reagiert hast? Du bist ja nicht jetzt einfach so, dass du alles geglaubt hast. Ja, ich bin ein Realist und ich habe gleich mal gesehen, dass es nicht gut ist. Und habe dann müssen überlegen, was mache ich. Ich war gerade am Bau von meinem eigenen Geschäftshaus. Baue ich das Büro für mich oder bei uns für andere? Das war schon schwer gesehen. Hast du dich denn gestürzt, die Fachliteratur? Was hast du vor allem gelesen oder was hast du herausfinden? Ich wollte genau herausfinden, was die Krankheit bedeutet, wie man sie behandelt. Mir ist eine Behandlung vorgeschlagen worden, die man damals gemacht hat. Heute würde man sie nicht mehr machen. Milz beispielsweise operieren, Chemotherapie etc. Wo Chemo ist schon recht. Aber sie führt bei dieser Krankheit auch gleich zum Tod. Heute ist es ein bisschen besser. Heute rechnet man mit 5 Jahren im Durchschnitt, aber die meisten sterben vorher. Man kann nur dann, wenn man noch eine Marktransplantation macht, kann man so Leute retten. Das ist auch heute noch so. Dass du die Operation abgesagt hast? Natürlich, ja. Aber der Arzt hat mich rausgeschossen. Ich verstand auch den Arzt. Weil es kommen viele Leute zu Ärzten und sagen, ich mache jetzt das oder das selbst. Und dann, wenn es dann zu spät ist, dann kommen sie wieder zum Arzt. Ja. Oder? Du bist dann zu der Biacher-Bellner-Klinik gegangen. Warum Biacher-Bellner-Klinik? Das ist, wo mir dann bewusst war, was ich machen möchte. Ich dachte, aha, Biacher-Bellner, die haben früher Rohkost gemacht. Und dann denke ich, das ist das, dass ich mal in Ruhe auf mich selber besinnen kann und dort einfach ein bisschen Abschied und Bücher lesen und so weiter. Man kann zurückziehen. Das war 3 Monate. Aber dann habe ich gekochte Kost bekommen. Ich habe mich dann schon entschieden, ich will auf Rohkost vegan umsteigen. Und habe dann mit dem Koch geredet, aber das ist eine weitere Story. Ich habe mich natürlich interessiert, was so eine Krankheit macht, ob man die heilen kann, ob man sie nicht heilen kann, wie lange es geht im Durchschnitt etc. Und habe dann geschaut, welche Gruppe forscht auf diesem Gebiet für die Non-Hodgkin-Lymphom. Ich bin dann auf den Professor Lenner gestoßen in Kiel, das war die Forschungsgruppe für Europa und immer noch. Und habe dann prospektive Studien bekommen, die eindeutig gezeigt haben, ja, es ist das Ende und ich bin sehr realistisch. Und habe ich gedacht, ja, mein Leben geht ja dann vielleicht weiter im Himmel oder irgendwann hoffentlich in der Hölle. Und wenn man so realistisch ist und nicht den Glauben hat, ist es viel, viel schwieriger zu sterben. Das ist mir ganz sicher. Oder zu wissen, muss sterben. Und für mich war es ganz klar gewesen, wenn jemand mir damals gesagt hätte, was ich jetzt machen wollte, dann hätte ich natürlich ihm nicht gesagt, das ist ein Blödsinn, sondern ich hätte einfach gedacht, ja, in 2,5 Jahren ist er tot, das geht nicht. Oder? Und meine Überlegung war einfach die,
Was machen wir falsch, dass man schon in jungen Jahren oft Krebs hat? Ich habe Geschwister, die verloren an dem. Und bin dann darauf gestoßen, wir sind die einzige Spezies, die kocht. Und wir sind seit Milliarden von Jahren und wir als Vormensch oder Primat Millionen von Jahren ohne gekochte Nahrung gewesen. Der ganze Organismus ist gebaut nach dem, was eine Spezies hat. Tut sich also spezialisieren, braucht aber Millionen von Jahren. Und das war die Überlegung gewesen. Also nicht irgendeine Überlegung, welche Richtung könnte ich machen, was könnte ich machen. Sondern ich habe dann den Ärzten gesagt, für die kurze Zeit lasse ich mich nicht behandeln, ich will etwas ausprobieren und das mache ich. Aber ich hatte nicht den Glauben daran. Ich hätte vorher gelacht, sogar wenn mir jemand das gesagt hätte. Ich meine nicht ausgelacht, sondern innerlich gedacht, das geht nicht, funktioniert nicht. Ich kann auch nicht sagen, das war jetzt Rohkost gewesen. Man kann nicht sagen, du gehst auf Rohkost, 100% vegan und dann bist du geheilt. Das kann man absolut nicht sagen, man kann es probieren. Und bei Krebs, wo man weiss, dass sie tödlich verlaufen, würde ich das zumindest neben der normalen Behandlung empfehlen zu machen. Ich habe halt einen anderen Weg gewählt, ich habe nicht die Milz operieren und Chemotherapie für die kurze Zeit, sondern ich wollte weiterleben und schauen, ob ich mein Leben in die Hand bringe. Und das ist mir dann schlussendlich gelungen. Und dann bin ich auf ein Büchlein gestossen von einem Preuss. Ich darf das fast nicht sagen, weil ich sage eigentlich, das ist Blödsinn, was der geschrieben hat. Aber damals hat mir das Eindruck gemacht, man hat gedacht, halt, der Körper hat noch viel grösseren Eindruck, wenn der jetzt einmal eine Zeit lang nichts bekommt, außer Gemüsesaft, selbst auspressten Gemüsesaft. Und ich habe das aber nur ungefähr 10 Tage aushalten. Ich habe aus psychischen Gründen wahrscheinlich und auch Krankheit, habe ich dann gelesen, Macht, dass man halt abnimmt. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Und habe dann gemerkt, das kann ich nicht mehr durchhalten, muss ich abstellen. Und jetzt gehe ich auf Rohkost, vegan, und zwar 100%, einfach keine Milchprodukte vor allen Dingen und auch kein Fleisch. Und bin 7 Jahre lang dann total roh gewesen. Und aufgrund von Blutwert, vor allen Dingen Thrombozyten sind runter, das kennt man bei der Erkrankung. Ein Sechstel macht das allerdings nur. Und aufgrund von denen habe ich dann auch in Teneriffa später, nach 2,5 Jahren, bin dann nach Teneriffa, können mich immer wieder so alle halbe Jahre prüfen lassen, ob das immer noch runtergeht. Und es ist natürlich runtergegangen, ungefähr 1,5 Jahre lang. Und dann ist es unten angekommen und hat gekehrt und langsam aber sich gerufen. Ich würde sagen, ich habe so 4-5 Jahre den Tod eigentlich vor Augen gehabt. Und dann langsam habe ich nicht mehr so gemacht und so und habe so richtig ich denke, vielleicht komme ich ja tatsächlich davon. Jetzt bin ich halt da. Hast du es gespürt, dass es dir besser geht und nicht schlechter? Du hast eigentlich erwartet, dass es dir schlechter geht. Und es ist ja dann eben in eine andere Richtung gegangen. Als ich Rohkost angefangen habe, zuerst eben das Fasten, dann Rohkost, dann ist es nicht lang gegangen, dass es einfach irgendwie hat gemerkt, ich schlafe besser. Ich habe noch autogenes Training gemacht zum Einschlafen, weil das ist einfach ein Hammer, den man da erlebt. Und habe dann einfach gemerkt, ich habe frische Kräfte. Ich habe das Müsli entwickelt, weil ich hätte so gerne Brot gehabt. Ich habe immer gerne Brot gehabt zum Morgenessen. Ich habe gedacht, wie kann ich das machen? Dann habe ich ein Müsli entwickelt, das nenne ich Erbmüsli. Und ich habe dann auch bei meinen Bananenbrief, das ist meistens nach Deutschland gegangen, dann gegeben und so weiter. Also viele Leute kennen das. Und das hat so viel Kraft gebracht, das ist verrückt. Und dann ist es mir so gut gegangen, dass ich eigentlich wieder einen Verlag gegründet habe. Eine Zeitschrift, im 1979 ist sie dann rausgekommen. Also sehr rasch, nachdem ich 78 Kranken war, über Kleincomputer, die waren frisch, die IBM war noch nicht auf dem Plan. Und ja, es war eine neue Zeit. Dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich wieder an der Schalthebel. Jetzt gehe ich weg von all dem, oder? Und übergebe das meinen Leuten. Aber in Teneriffa habe ich halt wieder angefangen, Bananen biologisch zu entwickeln.
und die dann aber auch zu exportieren und Avocados biologisch exportieren nach Deutschland und in die Schweiz, wie wir damals. Ja, es war eine schwierige Zeit. Ich war zwar dort immer der Hase im Wettrennen mit dem Igel. Der verliert nämlich immer gegen den Igel. Der Igel ist schneller. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Ernest, Happy Birthday to you. Das ist also was für eine Überraschung. Super Überraschung, danke vielmals, das Tracy. Ist so schön. I wouldn't have thought at all. Auf dem Weg sind mir natürlich viele Sachen eingefallen. Also, das Leben streicht dann ein bisschen vorbei. Und ich konnte sehen, dass ich mit 80 immerhin sehr ein erfülltes Leben hatte. Immer noch habe. Und ein sehr interessantes Leben auch. Mit Hochs und Tiefs, aber auch sehr glückliche Stunden und interessante Projekte, die ich mache. Also ich bin voll im Leben und ja, es freut mich. Und ich hoffe, dass das Projekt über Gesundheit und Ernährung, dass das ein bisschen Echo kriegt und Erfolg hat für so gross wie das Radiomuseum, aber das glaube ich nicht, dass man das so schnell erreichen kann. Aber ich probiere es einfach. Gegen den Baum rufen. Nochmal. Lichtet mir den Baum.